für Ärger. Du stirbst jetzt einfach. No, no. Never ever. Du stirbst jetzt einfach, du Sack. Jawohl, so macht das. Oh, Mann. Ich dachte, ich müsste nicht kontern. So, hoffentlich gehst du gleich durch die Hinrichtung drauf. Nein, er hält noch mehr aus. Das ist krass. So, jetzt aber. Jetzt solltest du es hinter dir haben. Nein, auch nicht. Ich fasse es nicht. Jawohl, da ist er down. Skack, der Zerhacker. So, jetzt hauen sie alle ab. Das ist schön. Außer der Bogenschütze. Ah, fuck. Fuck it. Aber ich habe ja hier noch was anderes. Schattenangriff. Warum geht's nicht? Why the fuck? Es geht nicht. Oh Gott im Himmel. Muss ich ihn echt abholen? Es ging irgendwie nicht. Du bist tot. Du bist tot. Darf ich... Hallo. Oh Mann. Ist das ein Kack. So viele Gegner. Ihr habt gar nichts gesehen. Abflug hier. Du sollst runterspringen. Hast es nicht. So, sammeln wir das nochmal ein. Jawohl. So, der heilt sich wieder, der Hauptmann hier. Den müssen wir jetzt mal schnell hier töten. Hinter mir sind Leute, oder was? Ach ja, ach so. Das sind ja bloß ein paar Monster. So, einen am anderen hier. Oh Mann, wo ist er denn? Da oben ist er. Dich kriege ich noch. Dich lasse ich nicht hinkommen. Dich habe ich jetzt extra so schön runtergehauen. So, komm mal her hier. So, jetzt aber. Jawohl, jetzt kriege ich seine Infos endlich mal. So, von wem wollen wir denn Infos? Haben wir schon alle Infos? Ich weiß es nicht. Von denen gibt es nichts mehr. Da habe ich auch alles. Ne, von denen habe ich noch nichts. Noch nicht alles. Seine Stärken und Schwächen haben wir jetzt. Sehr gut. Zah! Ist er down. Da haben wir den ersten Leibwächter schon mal gekillt von Ishmutz. Oder wie auch immer er hieß. So, die wissen jetzt, wo ich bin. Ishmutz Knochenbrecher, der müsste jetzt immer noch einen Leibwächter haben. Denke ich. Oder auch nicht, er hat keinen mehr. Da machen wir ihn kalt, würde ich sagen. So, ab geht er. Schnell weg hier. Bevor die wieder übel austicken. Oh, fuck. Mit dir habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, der lebt immer noch. Jetzt ist er down. Komm mal du her. Ich brauche deine... Ich muss dich auszehren. Und gleich nochmal. Und gleich nochmal. Dankeschön. So, ich bin umzingelt. Von Monstern. Von Hunden. Ich habe den Namen leider schon wieder vergessen. Müssen wir ein bisschen aufpassen. So. Hier ist er, der Auftrag. Blutbad. Verwüste die Festung von Ishmots Knochenbrecher, um ihn hervorzulocken. Besiege die Leibwächter des Häuptlings, bevor du dich ihm stellst. Ich habe die Leibwächter. Also den einen Leibwächter. Töte die Herde und der Bulle wird attackieren. Okay. 20 Uruks in 2 Minuten. Das sollte machbar sein. So, erstmal die Bogenschützen loswerden. Nicht, dass die uns hier attackieren. So, das macht die Hunde ganz wild. So.
dich schlitze ich erstmal schön auf. Gibt's ja nicht, was hält denn der aus? Wahnsinn. So, wir haben verdammt wenige Uruks bis jetzt getötet. 6 Stück erst, das ist zu wenig. Das muss schneller gehen. Oh, fuck. Ich glaube, ich habe aus Versehen gerade einen Sklaven getötet. Ah, oh Mann, wie ich die Leute hasse mit Schild. So, der eine ruft jetzt Verstärkung, das macht mir aber gar nichts. So, du wirst hingerichtet, dann bin ich dich schon mal los. Sehr schön. Jawoll. Haben wir, wie viel haben wir jetzt? 12? Das reicht einfach nicht. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Eine Minute noch. Über die Hälfte haben wir aber schon. Das sollte man hinkriegen eigentlich. Jawoll, da fliegt der nächste Kopf. So, immer schön die Combo aufrechterhalten. Jawoll. So, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Jawoll, wie viel haben wir? 17? Oh fuck. Wieder ein Schildtyp. Ich hasse Schildtypen, ey. Hier geht's auch richtig gut ab gerade. Oh Mann, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Ne, ich hab 20. Sehr schön. Und er ist da. Da ist er. Schmutz. Das ist also der Häuptling, der krasse Häuptling. Ja, dann komm mal ran auf den Meter, du. Ich mach dich kalt. Aber erst muss ich dein ganzes Volk hier platt machen. Obwohl, weiß nicht, das sind mir vielleicht ein paar zu viel. Vielleicht gehe ich direkt auf dich los. Vor allem haben hier ein paar angefangen mit Fernangriff auf mich zu ballern. Das ist nicht... Oh Mann! Muss ich hier mal ein bisschen Land gewinnen. So. Du steckst bis zu den Knien im Blut. Aber der nächste vergossene Blutstropfen wird aus dir kommen. Das glaube ich nicht. Oh, oh, oh. Das wäre fast in die Hose gegangen. So, ich ziehe mich mal ein bisschen zurück. Krass sind das viele. Krass sind das viele. Ich darf nur das Missionsgebiet nicht verlassen. So, hier haben wir schön Platz. Erstmal die Combo hochtreiben hier. Jawohl, den ersten mit dem Schild schon mal wegknipst. Es ist wichtig, bloß wichtig, die mit den Schilden platt zu machen. Dann braucht man nicht so oft ausweichen. Oh fuck, da habe ich die Combo verkackt. Und ich bin kurz vorm draufgehen. Ah! Oh, Drecks Ischmotz hier mit seinem Fernkampf immer wieder. Gerade nochmal gut gegangen hier. Na, muss ich mir fast Heilung holen. Jetzt aber schnell. Jawohl. So, dann kommt mal ran hier. Ah, ich kann keinen Schattenangriff machen, weil ich keine Pfeile habe. Jetzt checke ich das erst. Der Schattenangriff kostet ja 2 Pfeile gleich. Habe ich ganz vergessen. So, da rollt der nächste Kopf. Na, ich kann nicht über ihn drüber springen, dafür ist er zu gut. Aber er kann meine Angriffe nicht verteidigen, das ist gut zu wissen. Fuck. Fuck, wir müssen ein bisschen Bewegung reinbringen. Und die Speerkämpfer hier platt machen. Ich bin ja ein bisschen auf dem Sack gerade. Sehr schön, da ist der erste schon mal tot. So, immer schön in Bewegung bleiben.
Schildkämpfer ist wieder weg. Das macht Spaß, das macht Laune. Da spielen wir noch eine Runde. Und hier über den drüber springen. Jawohl. So geht das schon viel besser. Zack. So, beide gekontert. Jawohl. Fuck, diese scheiß Fernkämpfer, die gehen mir so auf den Sack. Ah, Mann, du Penis. Hör doch mal auf mit der Scheiße, mich dauernd abzuwehren. Das mache ich gar nicht. Scheiß auf die Schmotz. Fuck you. So, den Speerkämpfer noch kalt machen. Geht mir auch tierisch auf den Sack hier gerade. Ah, kacke, das geht ja wieder nicht. Andauernd über ihn drüber springen. Oh, das tut weh. Das tut richtig weh. Du bist hier völlig alleine gerade. Dir wird niemand helfen. So viel Blut, Freundchen. Schönes, tolles Blut. Oh, fuck. Da hätte ich jetzt fast gepennt. Mit diesem Quicktime-Event habe ich nicht gerechnet. Da ist er tot, der Häuptling. Jawohl. Und er droppt eine epische Rune. Geil. So, wer rückt denn jetzt nach? Wer wird jetzt Häuptling? Keiner im Moment. Okay. Konter stellen 3 Gesundheit wieder her. Wow, ist das geil. Das ist richtig geil. Das ist verdammt gut. So, hier oben ist noch ein... Was? Wieso komme ich denn da nicht hin? Ist das Gebiet noch nicht freigeschalten? Doch, hier ist eine Höhle. Natürlich. Oh, fuck. Ich habe ja gar keine Pfeile mehr. So. Komm du mal her und gib mir deine Seele. Und am besten nochmal. Dankeschön. So, die blauen Pilze brauchen wir. Nochmal. Und ein gelbes Kräuterchen brauchen wir dann auch nochmal. Halt, hier ist ein Artefakt. Hier ist ein Artefakt. Ha, das müsste ich aufsprengen können. Jawohl. Schöne Sache. So, hier ist es auch schon. Sammeln wir natürlich auch auf. Sehr schön. Eine Spitzhacke. Wo ist denn dein Erinnerungspunkt? Hier ist er. Schwarze Hauptmänner und Urukai. Verdammt soll ich sein, wenn ich sagen könnte, wer schlimmer ist. Und warum wir überhaupt für diese Narren arbeiten. Wir sollten die Macht haben. Kommt schon. Wollt ihr nicht auch die Peitsche schwingen, anstatt ständig unter ihren Hieben zu leiden? Mit deinem Geschwätz bringst du uns alle ins Grab. Ach, was soll das? Glaubst du, ich rede nur so vor mich hin? Ich spreche von... Weniger rumgejammer, mehr rumgehämmer. Da ist ja schon die erste Kehle, die ich aufschlitzen werde. Ja. So, haben wir das auch erledigt. So, Momentchen. Wenn wir hier schon mal gerade... Diese Sklaven sind verloren. Nein. Lediglich sterben werden sie. Verloren sind nur wir. Oh, da hinten ist noch ein blauer Pilz. Nehmen wir natürlich auch noch mit. Jawohl. Sehr schön. Okay. Jetzt, wenn wir schon mal hier so eine ruhige Minute haben und Zeit haben, dann gucken wir uns die ganzen Waffen und Runen mal an. Natürlich nur die Runen. Aber vorher könnten wir vielleicht uns eine Verbesserung kaufen. Nämlich, dass wir mehr Runen einbauen können. Das wäre vielleicht auch mal eine geile Idee. Ein Dolchrunenplatz. Oder ein Bogenrunenplatz. Das ist jetzt die Frage, die sich mir stellt. Nehmen wir mal einen Dolchrunenplatz, da wir den doch öfters benutzen. Aber wir können uns ja beides leisten, habe ich gar nicht gesehen. Sehr schön, dann nehmen wir noch einen Bogenrunenplatz. So. Fähigkeiten technisch, haben wir was Neues freigeschalten? Eher weniger. Nein, haben wir nichts Neues. Was muss ich denn dafür machen? Ich brauche Macht. Ich brauche mehr Macht. Und das bedeutet, ich muss mehr Hauptmänner und mehr Häuptlinge töten. So, Waffenrunen, schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Drängt sie zurück, Konterstellen 3 Gesundheit wieder her. Das will ich auf jeden Fall. Plus für was?
Erhöht den durch Waffen verursachten Schaden bei Angriffen von hinten um 15%. Ich denke, das mit den Runen mache ich alles offscreen. Und ich stelle euch dann quasi meine Entscheidung vor und stelle euch vor vollendeten Tatsachen. So machen wir das. Kurzer Frameskip. So, meine Werteübersicht sieht folgendermaßen aus. Beim Schwert habe ich Kampftodesstöße fügen Hauptmännern Bonusschaden zu, Konterstellen 3 Gesundheit wiederher, Chance von 20% bei einem tödlichen Treffer 5 Gesundheit zu regenerieren, 7% Verteidigung gegen Fernkampfangriffe.